Am Bahnhof Buldern tut sich was. Schleif- und Bohrmaschinen sind im Einsatz. Die Mitglieder der Eisenbahnfreunde Bahnhof Buldern und des Modelleisenbahnclubs Dülmen sind derzeit dabei, ihr gemeinsames Vereinsheim, den Bahnhof Buldern, zu sanieren. Wir sind mit 13 Leuten angefangen und sind aktuell bei 40 Leuten, die aus Mitgliedern und Fördermitgliedern bestehen. Und unser Ziel ist es, hier dieses Gebäude zu erhalten, der Nachwelt vor allen Dingen zu erhalten, weil sehr viel Geschichte an diesem Gebäude auch für den Ort Buldern hier dran hängen. Die Kosten, die natürlich da sind, ist diese immense Zeit und die Renovierung von dem Gebäude, da natürlich sämtliche Fenster, Türen, Heizung, Dach, alles kaputt war. Rund 80.000 Euro haben die Vereine bereits in das alte Bahnhofsgebäude gesteckt. Eigenleistung ist gefragt und handwerkliches Können. Das weiß Vorsitzender Ludger Bennemann. Mehrmals pro Woche legt er hier selbst Hand mit an. Erstmal der Erhalt dieses alten Bahnhofs ist noch eine der letzten Traditionen mit hier in Buldern, weil er auch eine Geschichte hat. Und zweitens habe ich Spaß daran, mit Leuten hier zu arbeiten und zu sehen, dass diese Sache aufgebaut wird. In der Freizeit ist es natürlich sehr schwierig, da jetzt Stunden festzulegen. Aber es sind schon einige Stunden gewesen und einige Liter Schweiß sind hier schon geflossen. Fenstereinbau am früheren Warteraum für Bahnreisende. Fertiggestellt soll er später als Aufenthaltsraum für Veranstaltungen und Versammlungen dienen. Ein Blick in den ehemaligen Güterladeraum. Erinnerungen an die Zeit der nostalgischen Eisenbahn werden wach. In der Kanzel über dem Warteraum haben es sich die Vereinsmitglieder gemütlich gemacht. Mit Ausblick auf den Zugverkehr und den Ort Buldern. Bis zur endgültigen Fertigstellung ist noch viel Arbeit zu leisten. Also wir sind jetzt ziemlich genau 3 Jahre am Renovieren. An Fixkosten haben wir mittlerweile an die 80.000 in das Gebäude nur Material und Verwaltungskosten und dergleichen gesteckt. Arbeitslohn, den wir selber erbringen, im Umfang von momentan etwa 3.000, 4.000 Stunden, die sind natürlich freiwillig, ehrenamtlich von uns geleistet worden. Und da bin ich auch ganz froh drum, zumal wir auch wirklich in vielen Bereichen sehr kompetente Mitglieder haben. Wenn nicht saniert wird, widmen sich die Mitglieder ihrem Hobby, dem Eisenbahnmodellbau. In bereits fertigen Räumen lagern Module der vereinseigenen Modellanlage mit Nachbauten der Bahnstrecke Dülmen-Coesfeld. Wir bauen in Modulform und versuchen möglichst originalgetreu Teile von der Westmünsterlandbahn, sprich der Strecke Dortmund-Dülmen-Enschede, in Abschnitten nachzubauen. Und dies dann in einer Art langen Schlange, wenn man das so bezeichnen darf, wird diese Strecke aufgebaut. Teile der umfangreichen Modellanlage können in Kürze bei einer Ausstellung in Fehlen besichtigt werden. Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten im Buldener Bahnhof ist eine Einweihungsfeier im kleinen Kreis geplant.